Heute war die Top-10-Liste von Norwegen an der Reihe. Ich habe die kombinierte Liste angeschaut, also die Strategie, die alle Aspekte berücksichtigt. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, ist Yara International im Bereich Agrikultur, Landwirtschaft, Ernährung, also im weitesten Sinne des Wortes, als etwas, das sehr, sehr langfristig ist. Das ist natürlich keine sehr sexy Aktie. Man kauft lieber Google oder Apple, vor allem auch dann, wenn man die Produkte gerne selber benutzt. Aber das sind nicht unbedingt sehr gute langfristige Investitionen. Sie haben viel, viel mehr Risiko als etwas im Bereich Agriculture and Fertilizer, also Düngemittel. Ich habe das dann ein bisschen gegoogelt, gesehen, niemand empfiehlt die Aktie wirklich. Nochmals eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Leute die Aktie nicht empfehlen, dann bedeutet das, niemand beachtet sie. Und unter Umständen ist das gerade der richtige Augenblick zum Einsteigen. Ich habe dann noch etwas weiter gegoogelt und gesehen, dass das Unternehmen auch eine Reorganisation durchgeführt hat im Unternehmen. Also vor etwa 6 Monaten wurden die Manager ausgewechselt und neu bestückt. Und das bedeutet auch wieder ein guter Grund, eine Aktie zu kaufen, weil dann geht es meistens wieder bergauf. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren eigenen Aktien.